immer sehr emotional, wenn man hier steht, weil man spürt die Energie von euch und das macht einen mächtig stolz, wenn man so einen Sohn hat, der da zupackt, dem nichts zu schwer ist, der einfach macht. Und also ich bin mächtig stolz und das freut mich mehr. Also international sind wir ein Team geworden, trotz der riesen Entfernung, die wir doch haben. Lasst uns einfach Spaß haben, lasst uns jetzt 24 Stunden Rennen fahren. Rennen zweimal rund um die Uhr. When the flag drops, the bullshit stops. Startgruppe 1, die Veranstaltung läuft mit eurem Applaus. Die Eifel lebt. Das ist das einzige Team, was eine Europa-Premiere mit den Reifen feiert. Bis jetzt ist alles gut, die liegen auf der zweiten Position. Gerade eben noch einen kurzen Reifenschaden erlitten. Nach eingehenden Analysen konnten wir jetzt feststellen, dass es tatsächlich nicht am Reifen gelegen hat, sondern dass es so aussieht, als würde der Reifen einen Einfahrschaden erlitten haben. Wir haben Plätze einbüßen müssen in Form von, dass wir zurück auf Platz Nummer 42 gefallen sind. Nichtsdestotrotz, wir sind heiß, die Jagd in der Nacht fängt jetzt an. Wir werden genau diese Plätze wieder aufholen wollen und freuen uns auf die Nacht hier auf der Strecke. It's like in a hospital. If you came in and nobody speaks, everybody knows exactly what to do and how to do, and no loud words. Everything was fine and fixed within minutes. And yeah, now we should keep on. And only 2 hours to go. And now we'll do it and finish the race. And yeah, great job for these guys. Die Tropfen, es wird nass in der grünen Hölle und überall sind die Regenreifen draußen, Regen in der Boxengasse. Hitchcock war hier garantiert beteiligt, ein Krimi.